Heute machen wir uns ein Lesezeichen in Aquarelltechnik. Dazu schreibe ich erstmal ein Zitat auf das Lesezeichen, und zwar mit dem Bleistift, einfach nur um sicherzustellen, dass es einigermaßen gut aussieht. Später wird das wahrscheinlich eh noch anders werden, aber ja, erstmal mache ich das so, damit ich da so ein Gefühl für kriege. Und zwar lautet das Zitat: If you can dream it, you can do it. Ich mag das Zitat irgendwie. Das ist von Walt Disney und ich habe das sogar auf meinem iPad und deswegen habe ich gedacht, ja, warum soll es da nicht auch auf dem Lesezeichen sein? Jetzt nehme ich einen der Pinsel, die schon im Aquarellkasten dabei waren, und mische mir die Farben an. Und zwar möchte ich ja so einen kleinen Galaxiehimmel haben. Das heißt, das Ganze soll in Blau sein und dann mit ein bisschen Lila da rein. Deswegen mache ich jetzt erstmal Dunkelblau und gebe dann gleich etwas Rot dazu. Und einmal behalte ich das Dunkelblau, um das direkt auf dem Papier zu mischen. Du siehst schon, man braucht überhaupt nicht viel Farbe. Also beim Aquarellmalen braucht man wirklich nur, ja, einen Hauch Farbe. Und immer nur so ein paar Pinselspitzen packe ich da rein. Man kann das ja auch noch nachmischen, ne? Aber so ein bisschen Farbe muss sein, klar. Vor allen Dingen das Nachmischen, ja, birgt ja auch immer die Gefahr, dass man die Farbe nicht mehr so genau hinbekommt. Deswegen, aber im Großen und Ganzen braucht man überhaupt nicht viel Farbe, um recht ansehnliche Ergebnisse zu bekommen. So, das ist mein lila Ton und der muss noch ein bisschen kräftiger, der muss noch ein bisschen wärmer werden. Ne? Das sollte sich ja auch zu dem Blau gut abheben. Und dann kommt natürlich noch das Blau, so richtig schönes dunkles Blau, soll ein bisschen an die Galaxie erinnern, weil ich möchte ja nicht nur Blau und Lila nehmen, es sollen ja hinterher auch noch so weiße Sternchen da drauf gesprenkelt werden, damit das Ganze wirklich aussieht wie im Weltall, so ein Galaxiehimmel. So. Ich fange erstmal mit dem bisschen Farbe an, das ich noch auf dem Pinsel habe, und gebe erst dann Aquarellfarbe dazu, um einen ganz, ganz hellen Ton zu kriegen. Ich brauche erstmal so eine Grundlage und mische das erstmal rein. Und dann fange ich auch schon an, mit dem Pinsel einfach so zu sprenkeln, überall hinzuspritzen. Das Ganze ist ja jetzt mehr so ein Zufallsergebnis als gewollt, aber dennoch, egal wie es wird, also egal wie es auch bei dir wird, ne, es wird immer schön, weil du musst nur das Papier treffen und dann können wir das schon so dafür sorgen, dass das gleich richtig gut aussieht und ein bisschen verläuft. Ne? Du kannst auch auf den Pinsel klopfen, so wie ich das jetzt hier zeige. Du siehst, sei vorsichtig mit der Unterlage. Es kann einiges daneben gehen, es wird einiges daneben gehen, aber es ist auch gar nicht schlimm, wenn du dafür sorgst, dass du den Untergrund wieder abwischen kannst. Und dann gibt das ganz schöne, ja, Töne, so ein paar, wirklich so ein paar Sprenkel. Ne? Und dann kannst du auch immer hingehen und in die Sprenkel nochmal reinmalen und das Ganze ein bisschen ziehen und dann wieder drüber sprenkeln. Ne? Das ist das Schöne daran, dass das wirklich so ganz flexibel gehandhabt werden kann, diese Technik. Und du siehst schon, das ist alles sehr feucht und man kann immer noch reingehen und wieder malen. Und jetzt nehme ich auch mal gleich den lila Ton und mal da einfach mal rein. Und auch mit dem kann man dann nochmal so ein bisschen sprenkeln. Und ja, erstmal versuche ich das jetzt so da reinzuziehen, ne, damit das gleich so ein schönes Gemisch gibt, diesen blau-lila Ton. Ja, erinnert dich doch schon an eine Galaxie, oder? Ja, und wenn ich das so einigermaßen habe, dann gehe ich noch nach unten und ziehe das noch rein und ziehe das auch in die blaue Farbe rein und fange wieder an, darüber zu gehen und zu sprenkeln, damit auch ein paar lila Tropfen überall da reinkommen, gesprenkelt werden. Ne?
zwischendurch ruhig den Pinsel einmal so ausdrücken. Und dann hebe ich das Lesezeichen an und ja, bewege das hin und her. So verläuft das Ganze noch ineinander. Wieder absolutes Zufallsprodukt. Nun nehme ich die Acrylfarbe. Wir wollen ja hier Mixed Media Art, ja, also dass wir verschiedene Materialien einfach zusammenmischen. Also kommt jetzt ein bisschen weiße Acrylfarbe da rein. Die wiederum wird mit etwas Wasser angemischt. Und die Palette nehme ich einfach nur, um da abstreifen zu können. Deswegen schiebe ich jetzt auch alles zur Seite, weil wenn ich jetzt hier wieder am Rumkleckern bin, ein bisschen vorsichtig sein. Also wieder etwas Wasser da rein, dann schiebe ich das Ganze hier auf den Rand. Du kannst natürlich auch alles andere nehmen, um das so zu machen und darunter zu streifen. Ja. Und dann fange ich wieder an, das hier abzustreifen und du siehst schon, es wird überall weiß, nur nicht auf meinem Lesezeichen. Also muss man noch ein bisschen hoch und runter fahren, dass da auch was drauf kommt und dass da ja das richtig schön aussieht und ein paar weiße Sprenkel da auch drauf kommen. Weil diese weißen Sprenkel, die sollen ja die Sterne symbolisieren. Wenn dir das nicht genug ist, kannst du immer noch ein bisschen Wasser nachmischen, also Wasser dazugeben und dann nochmal sprenkeln. Die Gefahr, die da besteht, ist, dass die Tropfen etwas größer werden. Deswegen sei da vorsichtig, gib nicht zu viel dazu. Immer nur so ein ganz bisschen Wasser und dann erstmal wieder streifen, bevor man es ruiniert, ne? Ja, dann ist es ganz wichtig, alles gut trocknen zu lassen. Und wenn dem so ist, dann nimmst du deinen Brush Fineliner und kannst dann auch was da reinschreiben. Ich habe den Link unten in der Infobox und dann kannst du auf dein Lesezeichen draufschreiben. Ja, schon ist dein Lesezeichen eigentlich fertig. Natürlich kannst du immer noch ein bisschen was dran ändern, muss man aber nicht, weil so sieht es auch schon richtig schön aus. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und bis zum nächsten Video.